Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum nächsten Tutorial. Und zwar geht es diesmal um die Gruppenadministration. Das ist also dieses Tool, wo ihr die Gruppenmitglieder, also die Kursmitglieder managen könnt und wo ihr auch unter anderem Inhalte einstellen könnt. Und das möchte ich euch jetzt heute mal einfach zeigen. Dazu müssen wir natürlich zuerst mal in eine Gruppe hinein. Ich gehe jetzt mal wieder in die 9a und bewege mich da in meinen Musiksaal. Den finde ich bei der 9a hier unten zum Klassensaal Musik. Und schon bin ich in dieser Gruppe. Hier sehe ich wiederum die Mitglieder. Oh, da ist einer dazugekommen. Und ich sehe hier die typische Leiste, welche Bereiche ein solcher Kurssaal oder Klassensaal beinhaltet. Um das hier alles besser zu verstehen, weil das unterschiedliche Typen von Reitern sind, möchte ich euch vorher mal was zeigen. Ihr habt, das sieht jeder von euch, weil ihr alle in euren Kursen Gruppenadministrator seid, habt ihr hier dieses Feld Optionen auf der rechten Seite. Wenn ihr da draufklickt, habt ihr das Feld Vorstellen, das braucht ihr zunächst mal nicht. Dann habt ihr Edit Group, braucht ihr auch nicht. Habe ich alles schon für eure Kurse gemacht. In diesem Edit Group ist im Prinzip nichts anderes wie das Bild hochgeladen, die Gruppenbezeichnung angelegt mit Kursname, Lehrername. Hier was auf der Start- oder im Icon der Gruppe an Bezeichnung erscheint und wer das Ganze sehen kann, das ist hier vorgegeben. Dann haben wir den Bereich Manage Pages, Manage Members, Einladen, Message Settings und Leave the Group. Da natürlich nicht draufklicken, da würdet ihr euch aus der Gruppe rausschießen. Wenn ihr Message Settings betätigt, habt ihr die E-Mail Settings vor euch, braucht ihr auch nicht. Die einzigen Bereiche, die ihr braucht, ist Einladen und Manage Members. Manage Pages ist alles schon erledigt, das ist nämlich der Aufbau des Klassensaals. Da gehen wir aber jetzt gleich nochmal rein. Ich gehe jetzt nochmal zurück, damit ich euch das nochmal von der normalen Ansicht zeigen kann. Die jeder sieht, sowohl ihr als auch eure Schüler. Das hier haben die Schüler natürlich nicht die Option, das hat nur der Gruppenmanager. Wir haben hier Arbeitspläne, Mitglieder und so weiter. Und jetzt zeige ich euch, wie die Seite programmiert ist, wie sie aufgebaut ist. Manage Pages, da kann man die Gruppenseite im Administratorbereich bearbeiten. Das macht bitte nicht. Ich mache das jetzt nur, um es euch zu zeigen, damit ihr das andere etwas besser versteht. Wir haben hier nämlich genau diese Reiter, die wir eben gesehen haben, die Startseite, die Arbeitspläne als erstes, dann kommen die Mitglieder, das sind alle Mitglieder aufgezeichnet, die in der Seite oder in dem Kurssaal vorhanden sind. Das Fragen ist dieser Lehrer-Schüler-Dialog. Dann Fotos, Tafelbilder, Arbeitsblätter, Lernlinks, Videos, Hörbeispiele und Termine. Ihr seht, wir haben hier unterschiedliche Untertitel. Also hier oben bei Arbeitspläne haben wir Articles. Das gleiche haben wir bei Arbeitsblättern und bei Links. Ja? Ich bin jetzt hier im Musiksaal. Da habe ich noch die Lernvideos und vor allen Dingen, was hier extra dazu kommt, ist eine ähnlich wie bei den Sprachen aufgebaute Geschichte mit Hörbeispielen. Bei den Sprachen, bei den Fremdsprachen heißt das dann Hörverstehen. Da steht unten drunter Musik. Um das zu verstehen, kann ich euch jetzt mal zeigen, wenn ich sage, eine Seite hinzufügen, dann macht sich hier mein Feld auf und hier kann ich den Seitentyp einstellen. Dann kann ich eine Seitenbeschreibung, das habe ich also nicht gemacht, einen Tab-Titel kann ich eingeben, eine URL, das geht aber automatisch, wenn ich den Tab-Titel eingebe
Ich schreibe jetzt hier zum Beispiel mal Vorstellung. Und dann wird hier die URL ergänzt. Das ist etwas, was wir jetzt nicht fertig machen. Hier sehe ich, wer den Beitrag hinzufügen kann, ob es alle Gruppenmitglieder sind oder nur der Gruppenadministrator. Und hier kann ich einstellen, wer das Ergebnis dieser neu zugefügten Seite sehen darf. Und hier unten habe ich die Möglichkeit, Inhalte hinzuzufügen, das als HTML, Fotos, Kommentarband, Mitglieder und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt auch mal weg. Aber entscheidend ist das hier oben, der Seitentyp. Die meisten haben wir gesehen, nämlich Arbeitspläne, Arbeitsblätter und Lernlinks haben den Typ Artikel. Das wirkt sich nachher auf die Bearbeitungsseite, auf die Nutzerseite aus. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich kann aber auch Veranstaltungen, das wären hier die Termine. Ich kann einen Blog einbauen, Forum, das sind dann Diskussionen. Ich kann eine reine Seite aufbauen, wo man Fotos, also JPEG, PNG, sonstige Formate hochladen kann. Ich kann eine Seite einbauen, wo man Videos hochladen kann, beziehungsweise auf Videos verlinken kann, dass diese Videos in die Seite eingebunden werden, ohne dass ich meine Seite, unsere Plattform verlassen muss. Ich kann Social Channel einbauen. Das brauchen wir nicht personalisiert, sind nur die Startseiten. Ihr seht es hier personalisiert. Und ich habe die Möglichkeit, eine Musikseite einzubauen. Dann kann man nämlich dort MP3s hochladen. Das ist wichtig für das Fach Musik natürlich. Es ist aber auch wichtig, MP3s können oder im MP3-Format sind ja auch die Hörverstehen gefasst, sodass ich also Hörverstehen für die Fächer Französisch und Englisch ohne Probleme hier hochladen kann und parallel auf einer weiteren Seite, die nebendran sich dann auftaucht in einen neuen Reiter, kann ich die Arbeitsblätter für das jeweilige Hörverstehen hochladen. So, das ist dieser Bereich. Da lasst ihr bitte die Finger weg, weil jeder Klassensaal so aufgebaut ist mit kleinen Veränderungen. Bei den normalen Fächern ist diese Musikseite nicht dabei, nur bei den Fremdsprachen. Und da heißt sie nicht Hörbeispiele, sondern dort heißt sie Hörverstehen. So, wenn ihr hier reingeht und geht in den Bereich, das sind die einzigen, die ihr braucht. Einladen, das hatte ich in dem Tutorial Freundschaftsanfragen stellen und in Kurse einladen schon mal gesagt. Da kommt ihr auf die Seite, wo ihr praktisch in eure Kurse Personen einladen könnt. Aber jetzt zeige ich euch noch Manage Members. Da habt ihr sämtliche Gruppenmitglieder. Ihr habt hier hinten deren Rolle. Dort seid ihr als Admin eingetragen. Ich bin in jeder Gruppe als Admin ebenfalls dabei, weil ich Gruppengründer bin und ich bleibe da auch drin, falls es irgendwelche Probleme gibt, dass ich die von der Ferne lösen kann. Und wir haben hier die anderen als ganz normale Mitglieder. So, hier habt ihr die Möglichkeit zu sortieren, Administratoren, Mitglieder oder ausgeschlossene Mitglieder. Und ihr habt die Möglichkeit, Aktionen wählen. Wenn jetzt zum Beispiel der Raciel, was ja gelegentlich mal vorkommt, sich daneben benimmt in der Gruppe, dann kann ich ihn entweder aus der Gruppe rauswerfen, werden wir nicht tun, weil er ja schulpflichtig ist, aber ich kann ihn vor die Tür stellen, indem ich ihn zum Beispiel von der Gruppe auf Zeit suspendiere, dann kann er die Gruppe nicht mehr sehen und kann auch kein dummes Zeug mehr machen und ich kann ihn jederzeit wieder in die Gruppe die Suspendierung aufheben. Ich kann hier Leute zum Administrator machen oder als Administrator entfernen. Das wird wohl auch nicht der Fall sein. Wir werden keine Schüler zum Gruppenadministrator erklären. Also wie gesagt, wenn so eine Suspendierung mal notwendig sein sollte, kann man das über diese Seite. Und ich kann hier noch was anderes machen. Ich kann eine E-Mail an sämtliche Mitglieder verschicken, kann an diese E-Mail Videos anbinden, ich kann Links reinsetzen und so weiter und so fort.
Da werde ich im Einzelfall noch näher drauf eingehen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie die ganze Geschichte sich in der Nutzersicht auswirkt. Also ich habe vorhin gesagt, wir haben diese Seitentypen, zum Beispiel Artikel, da haben wir Arbeitspläne, Arbeitsblätter und Lernlinks. Das sieht dann so aus, dass ich als Systemadministrator und derjenige, der die Erlaubnis hat, Artikel hinzuzufügen, dann in diese Ansicht komme und habe hier Artikel hinzufügen. Das Gleiche habe ich natürlich in allen weiteren, die den gleichen Seitentyp beinhalten, wie hier zum Beispiel Arbeitsblätter. Auch hier habe ich Artikel hinzufügen, bei Lernlinks ebenfalls ist genau das Gleiche, Artikel hinzufügen. Bei Fragen ist mein Bild etwas anders, da heißt es Diskussion hinzufügen, ja, weil das ein Dialogfeld ist, wo man sich gegenseitig Fragen und Antworten stellen kann. Bei Fotos und Tafelbildern wird dazu Fotos hinzufügen, also alle Bildformate. Und bei Lernvideos heißt es Video hinzufügen. Bei Hörbeispielen heißt es MP3 hinzufügen. Also ich kann also hier eine Wiedergabeliste erstellen. Ich kann aber auch hier fügen Sie den Audiosong hinzu, dann werde ich hier einen Audiosong hochladen, beziehungsweise ich brauche nur hier auf das Plus gehen und dann kann ich ein Titelbild von dem Audio ist unnütz, brauchen wir nicht, und ich kann hier eine Wiedergabeliste auf diese Art und Weise erstellen. Ja? Fügen Sie einen Song hinzu. Da sagt er mir, fragt er mich Genre, das ist nur interessant für Musik zum Beispiel, nicht für die Hörverstehen. Wenn ich hier draufklicke auf MP3 hinzufügen, Datei hinzufügen, jetzt eiert mein Rechner etwas, dann macht sich meine Liste auf und da kann ich schauen, wenn ich einen Ordner habe mit Hörverstehen, klicke ich dann das entsprechende MP3 an, gehe auf Öffnen, dann lädt es in die Datenbank hoch und erscheint dann später. All das werde ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal im Detail erklären, wie die einzelnen Dateien hochgeladen werden. Was ich noch habe, ist Termine. Auch hier habe ich als Systemadministrator und natürlich ihr ebenfalls als Gruppenadministrator, als Kursadministrator die Möglichkeit, Veranstaltungen hinzuzufügen. Wie man in diesen einzelnen Feldern, bei Mitgliedern kann man natürlich nichts hinzufügen, sei denn durch die Einladung, aber das erfolgt ja über den Optionen-Button, wie ihr einzelne Dateien hochlädt, werde ich in kurzen weiteren Tutorials euch zeigen. So viel zu dem Gruppen Systemadministrator. Nochmal zum Schluss als Erinnerung. Ihr kommt in die Gruppenadministration über Optionen rein, braucht ausschließlich den Bereich Manage Members, um möglicherweise Leute in der Gruppe zu suspendieren, was selten vorkommen wird, und Einladungen zu Beginn eines Schuljahres. Wie gesagt, dort arbeite ich aber an einer Lösung, die uns das ganze Prozedere erspart. Um Einladungen zu verschicken, um die Schüler in die Kurse reinzubringen. Ansonsten braucht ihr diesen Optionsbereich überhaupt nicht. Ich habe darauf geachtet, dass die einzelnen Lehrkräfte so wenig wie möglich in den Administratorbereich hinein müssen, weil die Oberflächenbedienung ist wesentlich einfacher. Das erfolgt über sogenannte Rechte. Diese Geschichten, Veranstaltungen hinzufügen zum Beispiel, das sieht ein Schüler nicht, der kann also nicht selbst Veranstaltungen hinzufügen, das könnt nur ihr als Gruppenadministrator. Soweit dieses Tutorial, wir werden uns dann in Kürze sehen zu dem nächsten Tutorial. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.